In diesem Video geht es um die Ernährung von Vierstreifengrasmäusen und Tippelstreifengrasmäusen. Viel Spaß! Ja, hallo, hier sind wir gerade im Gehege meiner Vierstreifengrasmäuschen. Und ich dachte, ich gebe euch heute mal einen kleinen Einblick in die Ernährung. Diese ist nicht besonders kompliziert, wenn man ein paar Dinge berücksichtigt. Und ja, darüber möchte ich euch heute eine Übersicht geben. Der hier ist von der Bäckerei Fenager. Ich bin damit sehr zufrieden, der Getreideanteil ist ca. 10%. Diese besteht aus über 40 Einzelkomponenten und ist sehr abwechslungsreich gestaltet und auch an den Lebensraum der Kleinen angepasst, also nicht irgendwie übermäßiger Getreideanteil oder sonstiges. Dann sind Darisaaten und Hirse und haben wir noch alles drin, Möhrensamen, Feldsamen, Wegwarte, Kleesamen, Rucola-Samen und vieles mehr. Die Mischverhältnisse, die man im Internet findet, bestehen in der Regel aus Kanarienfutter, Wellensittichfutter und Papageienfutter, also Exotenfutter. Ja, das kann man durchaus geben, das ist auch okay. Allerdings fand ich das persönlich immer ziemlich einseitig, da im Wellensittichfutter zum Beispiel viel Hirse drin ist. Und ja, also das ist halt nicht besonders abwechslungsreich. Die Komponentenzahl ist hier definitiv unter 20. Und ja, ich wollte meinen Mäuschen halt da eben noch ein bisschen Abwechslung bieten. Deswegen habe ich mir das Futter selber mischen lassen. Inzwischen gibt es dies aber auch bei der Bäckerei Fenager fest im Shop. Also wenn euch das interessiert, schaut doch einfach mal vorbei. Das Rennmausfutter, wie es zum Beispiel angeboten wird in gewissen Internetshops, hat bei mir nicht so gut funktioniert, weil der Getreideanteil hier leider viel zu hoch war und meine Mäuschen sind mir da ziemlich auf den Leim gegangen. Vierstreifengrasmäuse, habe ich jetzt schon gemerkt, die fressen einiges mehr als meine Tüpfelmänner, was auch recht normal sein soll, wenn man jetzt Berichte im Internet oder so liest. Und ja, mal zum Vergleich, meine Tüpfelmänner kriegen einen Esslöffel pro Tag pro Maus, die Mädels hier sind bei 2. Zudem gibt es einiges an Grünfutter. Ja, beim Frischfutter, ein definitives Tabu sind Kohlsorten. Auf Obst sollte in größeren Mengen auch verzichtet werden. Ich lasse es ganz weg, außer mal im Sommer ein Stück Apfel. Ja, sonst kann man Salat, Gurke, Fenchel geben. Also hier kann man sich auch sehr gut an Farbmäusen und Rennmäusen orientieren. Was die so dürfen, das dürfen die Kleinen hier auch. Wie man hier auch sieht, heute gibt es Salat. Hier sieht man das Futter auch mal an einer Stelle, da meine, wie gesagt, noch ein bisschen was aufzuholen haben, da sie aus nicht so guter Haltung kommen. Aber bei meinen Tüpfelstreifenmännern, da verteile ich das auch schon im Gehege unter dem Heu und so, dass die Kleinen auch ein bisschen was zu tun haben und ihnen nicht so wirklich langweilig wird. Denn in der Natur verbringen sie auch eine große Zeit des Tages damit, ihr Futter selber zu suchen. Gewöhnung ans Futter. Natürlich, wenn ihr jetzt Mäuse vom Züchter holt oder im besten Fall von der Pflegestelle, müsst ihr natürlich vorher erstmal fragen, ob die überhaupt gewöhnt sind an Frischfutter. Das ist ja auch nicht bloß bei Mäusen so oder so, weil sonst kann es wirklich zu bösen Durchfall kommen und der Magen der Kleinen, der verträgt das nicht wirklich. Am besten nehmt ihr vom Vorbesitzer auch immer etwas Futter mit und stellt das dann ganz langsam um. Aber das kennt ihr ja bestimmt auch von anderen Tieren. Das ist ja nicht unbedingt etwas Neues. Ja, noch kurz was zur Aufbewahrung. Ich habe im Moment noch die Plastikbecher hier, die kennt wohl jeder aus dem Einzelhandel, für sonst für Kelloggs oder so gedacht. Die funktionieren bei mir super. Ich friere das Futter, wenn ich es bekomme, immer 48 Stunden ein, damit da keine unerwünschten Mitbewohner mehr drin sind. Das hat bisher auch immer sehr gut geklappt. Mit dem Einfrieren mache ich jetzt erst seit ein paar Wochen, weil mich dann doch welche überzeugt haben, dass wenn da mal wirklich Milben oder so drin sind, dass man dann da wirklich Ärger mit hat. Ja, man kann natürlich aber auch hier bei Mixerama oder so, da sind die Beutel auch schon so gemacht, dass man die wieder zuzippen kann. Das ist natürlich auch ziemlich praktisch. Ja, damit sind wir auch schon am Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt es hier geschaut. Das freut mich. Für weitere Informationen schaut doch einfach mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr auch eine Seite, da gibt es noch mehr Informationen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Wenn nicht, ist auch gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag.